geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Wir hier und hier und ihr überall unschwer erkennen könnt. Ich bin immer noch bei der Steingarage, aber wir haben den guten Zeher jetzt mal reingestellt. Ich zeige euch auch gleich mal, ihr habt ihn ja auch gerade eben schon gesehen. Der Raphael, eigentlich wollte ich euch mal natürlich Raphaels ersten Eindruck zeigen, wie er wirklich darauf reagiert. Leider hat er sich das Auto natürlich schon angeguckt, er konnte es mal wieder nicht lassen. Hier steht der gute Kollege und wir gucken uns den gleich mal zusammen an. Wie ihr in diesem Clip sehen könnt, der Raphael hat die ABC-Dämpfer heute Mittag schon ausgebaut. So, natürlich kommen wir erstmal zu einem der kritischsten Punkte am CL, zum... Hallo zusammen. ABC-Fahrwerk. Bin mal gespannt, der Raphael. Ich lasse ihn mal hoch, dann kannst du dir das anschauen. Ich sehe jetzt schon... Eigentlich wie erwartet, aber Marius wollte nicht hören. Ja, er hat mir tausendmal gesagt, ich hab's dir doch gesagt. Ist halt jetzt so, man sieht auch, irgendjemand hat die Bremssättel schwarz lackiert und die Bremse ist auch, ihr könnt es hoffentlich mal gut hier sehen, die ist auch ziemlich fertig. Belag hat er noch und der Dämpfer, ich glaube, Raphael, da kannst du es ein bisschen besser noch zeigen und erklären. Ja, gut, wir können eindeutig sehen, die Staubmanschette, der ist nur die Hälfte von da. Und was ja die meisten haben mit den Domlagern, ist ja auch immer dieser Spiel, der vorhanden ist. Oh jo, warte, mach gerade nochmal, das sieht man richtig. Sieht man gut. Okay, da kann man richtig sehen. Jo, das sieht man richtig. Und undicht ist er auch, also der ist komplett hier überall alles mit Öl, nass. Und ja, da müssen neue Dämpfer rein, da kann man nichts mehr machen. Die Manschette gibt es nicht einzeln, das Domlagerspiel bekommt man auch nicht weg. Also es gibt Methoden, unkonventionelle Methoden, aber in dem Fall machen wir einfach neue Dämpfer rein und dann hat er auch Ruhe erstmal. Was sagst du dazu? Wie teuer, würde ich sagen. Ja, also ich habe es ja gesagt. 6 Stunden später. So, ich habe den Raphael jetzt gerade mal hierher geholt. Ja, hallo zusammen. Zum zweiten Mal, ich habe ja schon mal gesagt. Ja, ihr habt ihn ja vorhin schon mal gesehen in der Vergangenheit. Ja. Ich habe gerade eben auch gar nicht erwähnt, der Raphael, der hat, glaube ich, heute oder gestern, hat er, glaube ich, mindestens 10 Mal zu mir gesagt, ich habe es dir doch gesagt. Ja, natürlich. Ihr kennt ja meine Einstellung. Erstmal Japan-Autos bin ich eh nicht so zu haben. Zweitens CL und dann noch CL600, habe ich gesagt. Sauger. Bescheuert, habe ich zu ihm gesagt. Und auf den ersten Blick habe ich auch gedacht, boah, was hast du mir wieder da angeschleppt? Da habe ich ihn auch ordentlich zusammengeschissen, habe auch gesagt, weißt du was, ich habe keine Zeit, seh mal zu. Und dann hat er wieder so seinen Marius-Blick draufgelegt und mir angefangen, schlechtes Gewissen einzureden. Ein paar Tränen sind geflossen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, komm, machen wir, ziehen wir irgendwie durch. Und ich muss auch sagen, auf den zweiten Blick ist er auch gar nicht so schlimm. Wirklich nicht. Fangen wir von außen an oder ja, von unten? Von außen. Von außen und dann... Ja, von außen gut, klar. Da habt ihr ja gesehen mit der Folie, das ist jetzt Geschmackssache, das gefällt mir jetzt nicht so. So die Optik im Weiß ist ja wieder was Besonderes. Das ist ja wirklich auch der 211er, die wir da hatten, der 63, auch der CL jetzt so im Weiß, ist ja wirklich so ein Hingucker, würde ich jetzt so sagen. Und die Brabus-Lippen vorne dran, sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, und vor allem hier die... Die Facelift-Scheinwerfer. Ist natürlich typisch V12 alles. Man sieht ja auch hier, das Ganze ist heiß geworden. Boah, das habe ich gerade eben angefasst und dachte mir so, hä, was ist denn da los? Das bricht so einfach direkt ab. Ihr seht ja richtig, das ist so richtig weggeschmort hier einfach. Aber das habe ich auch bei deutschen Modellen erlebt, das muss ich jetzt zugeben. Das liegt wahrscheinlich einfach am Motor, oder? Ja, das Motor, der entwickelt eine Hitze da drin, das ist unglaublich, das ist abnormal. Was mich stört, zum Beispiel solche Sachen. Also das zeigt eigentlich, dass sie mal dran waren. Andere Seite ist es noch schlimmer, da haben sie wahrscheinlich die Kurflügel zu fest gezogen. Muss das sein, weil die CRs haben doch eigentlich oft, das habe ich euch ja glaube ich auch schon mal gezeigt, diesen Riss, den du hier auch siehst. Mhm. Kann das sein, dass es einfach nur... diese typische Krankheit ist? Das kann auch sein. Ich habe auch gesehen, dass der Riss dann weitergeht, so entlang auf den Kunststoff-Kurflügel. Das war ja in dem ersten CL-Video. Genau, und da haben wir wahrscheinlich ist das eine Krankheit, hat auch nichts unbedingt mit Japan. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass mein guter CL, der fängt es auch schon auf der einen Seite an. Ja? Ja. Okay. Ja, V12 Sauger. Das ist, ich weiß nicht, ob jetzt, das eigentlich kannst du ja sagen, ist das normal. Alle V12 waren ja so mit der Hitze, auch der Vorgänger. Das ist einfach, die Dinger erzeugen extreme Hitze. Die Außenanlage hier drunter, da ist so ein Riesending. Und ja, wir zeigen das vielleicht mal von unten. Also wir haben zusammen schon mal geschaut und es ist echt, also was die da rein konstruiert haben in diesen Motorraum, das ist echt... Das schlimmste Krankheit an einem Motor ist ja einmal der Wärmetauscher im V. Das könnt ihr euch zum Beispiel mal anschauen. Ich habe ja den CD-Video gemacht mit Wärmetauscher. Es ist eigentlich fast genauso aufgebaut. Im V ist so ein ganz langer Wasserölkühler, aber die Zylinderköpfe müssen dafür ab. Also man kann ihn nicht austauschen, ohne die Köpfe abzubauen. Und das ist natürlich sehr aufwendig, sehr kostspielig. Da muss man, wenn man dann dabei ist, dann macht man ja einiges neu. Und kommt Kannst du mal kurz sagen, was denkst du, also was, wenn du es jetzt machen würdest, für Leute, die es interessieren, was würde das ungefähr kosten? Ja, ich denke, das wird so 6.000, 7.000 kommt schon was zusammen.
Ja, und dann kommt es darauf an, halt, wie der Rest dann aussieht. Von den Umlenkrollen, Keilriemen, das läppert sich ja. Natürlich, also wenn du dann schon hier alles auseinander hast, dann machst du ja direkt dann alles, sehr logisch. Ja, und wenn dann noch, sag ich mal, Ventile raus, Schaftdichtung, Ventile wieder einschleifen, polieren, also dann wird es auch eine 7, 8. Ey, das ist so eine Sache, die machst du lieber nur beim M119, oder? Und ja, ich bin nicht bei sowas. Eigentlich schon, ja. Dann haben wir, ich nehme mal hier die Ansaugkanal runter. Warte, ist mal so ein bisschen eingeklemmt. So. Oh, direkt was abgebrochen? Da ist was abgebrochen, aber nichts eigentlich Schlimmes. Sieht man irgendwas überhaupt? Nö. Nö, da ist nichts. Das war eigentlich nur, da lag vielleicht auch was drin. Vielleicht wieder so ein Stück Plastik wie hier. Genau, und hier sehen wir eigentlich, da ist das Zündmodul von dem V12-Modell. Das ist wirklich ein Bauteil, so ein langes Ding. Und der hat ja 12, also insgesamt hat er 24 Zündkerzen. Pro Seite sind 12 Stück. Und das sind wirklich, wenn man das rauszieht, sind alle Zündkerzenstecker an den Zündmodul mit dran. Also das Zündsystem war ja wirklich was Besonderes. Das wird ja eigentlich, das Zündsystem hat eigenes Steuergerät. Oh, da ist ja auch nochmal dran geschraubt. Kannst du oh, das ist dran geschraubt. Ich guck mal, ob ich von hinten reinschauen kann. Das ist das Steuergerät für das Ganze eigentlich. Und dann wird das über die zwei Zündmodule verbunden, wird das dann angesteuert. Und das war ja wirklich für seine Zeit sehr hochentwickelt, ja. Auch dass irgendwie der Ionenabstand gemessen wird und alles mögliche. Aber die sind wirklich sehr empfindlich. Ja, weil die haben, ich weiß nicht, wen das interessiert, aber die haben damals Werbung gemacht. Ja, der V12, der schafft die Euro 4 Norm. Ich glaube, das Problem ist halt der Preis. Von den Zündmodulen. Kostet ein Zündmodul irgendwie knapp 2000 Euro. Da ist halt die Frage, ich habe euch ja grob gesagt, was das Auto gekostet hat. Und dann ist natürlich die Frage, steckst du nochmal 7000 Euro für den Wärmetauscher rein, nur mal so ein Zündmodul leiste oder auch mal 24 Zündkerzen, ist ja auch nicht gerade unerheblich, was das kostet. Nee, das kostet, also wenn wir Originalzündkerzen holen, ich glaube nur die Kerzen sind bei 300 Euro, 350 Euro ohne Arbeit oder so. Aber ich würde sagen, es ist mal viel Technikgerede erstmal für euch. Wir gucken erstmal, was wirklich am Auto dran ist. Wir schauen gerade erstmal nochmal in den Innenraum, weil da hatte ich ja schon was mit der Tür entdeckt. Mal gucken, was der Raphael denkt, was das ist. Was? Die Tür. Was ist mit der Tür? Ah, das hier meinst du? Jo. Das ist doch gut. Da kannst du wenigstens immer, wenn du auf deine Freundin wartest, kannst du die Sitzbelüftung laufen. Na, ich vermute mal, entweder wird der Schalter selber, das ist ja eine Einheit, das Schalteinheit. Also hier die ganze Sitzverstellung, alles ist eine Schaltergruppe. Die ist halt hinter der Holzblende fest. Entweder ist die Schaltergruppe defekt oder das Türsteuergerät. Ja, das hatte ich ja schon vermutet. Das hast du schon vermutet. Aber ansonsten, Innenraum ist eigentlich ziemlich schön, oder? Also Innenraum ist sehr sauber eigentlich. Aber das ist bei den japanischen Modellen wirklich in der Regel fast immer schön. Ich glaube, wir kommen jetzt mal zu dem, was eigentlich immer das Problem ist, oder? Unten runter. Mhm. Oh ja. Aber schön Alcantara-Himmel hast du. So, wie ihr seht, das Auto haben wir jetzt hochgehoben. Ich muss euch gleich nochmal kurz was erzählen, weil deswegen hat der Raphael auch zu mir gesagt, ich hab's dir doch gesagt, weil vor einem Jahr, ihr wisst ja, habe ich mir meinen anderen CL gekauft, den CL500. Da hat er mir dazu geraten, ein Auto in der Schweiz kaufen. War ja auch vernünftig und alles, aber dann hat er mir gesagt, Marius, genau deshalb habe ich dir gesagt, kauf's in der Schweiz. Und nicht, dass ich nicht mit sowas hier ankomme. Ja, ja gut, da hast du ja bei uns Praktikum gemacht. Und ja. Da habe ich mich auch so ein bisschen verantwortlich gefühlt, wenn du noch so ein Auto kaufst, dass du damit fahren kannst und vor allen Dingen sicher fahren kannst. Weil der zum Beispiel wäre jetzt absolut nicht mehr straßenverkehrssicher. Schau dir das mal an. Wenn man da drauf leuchtet, muss von der Seite am besten. Also der Gummi ist einfach mal komplett im Arsch. Wenn du jetzt von der Seite zeigst, siehst du das ja sogar. Jo, guckt euch das mal an, wie das ins Alu reingeschliffen ist. Da leuchtet man nochmal kurz hier hin. Ja. Ihr seht ja richtig, der Gummi, der sitzt ja eigentlich, sitzt er ja hier. Der sitzt mit. Und der hat sich komplett hier bewegt. Der ganze Ding ist komplett rausgerissen. Also ich würde mal sagen... Also der muss auf jeden Fall neu. Ja. Ich bin auch gleich mal gespannt. Wir schauen dann gleich auch mal mit den Teilen und Arbeiten ein, was das dann insgesamt kosten wird. Ich habe auch schon gesehen, der sifft da ein bisschen. Was ja, sagst du da? Der Wärmetauscher ist schon leicht undicht. Man sieht, dass er gut ein bisschen was rausschwitzt. Habe ich auch schon schlimmere gesehen. Ja, müssen wir halt schauen, was wir damit machen jetzt. Aber das ist schon eine gröbere Arbeit. Wie lange dauert sowas, damit Leute mal das im Verhältnis sehen? Wenn du das vernünftig machst, bist du wirklich gute 3-4 Tage beschäftigt. Ja gut, also das Also wirklich mit Ventile ausbauen, weil der hat ja ein paar Ventile und das Ganze putzen und machen und du bist wirklich 3-4 Tage mit so einem Auto beschäftigt. Das Problem ist ja, du musst wirklich absolut sauber arbeiten, weil das Risiko, dass es wieder undicht wird, ist viel zu groß. Und allein der Wärmetauscher... Und das nochmal auseinanderzureißen deswegen? Und allein der Wärmetauscher selbst kostet ja 700 Euro, glaube ich. Nur der Wärmetauscher an sich selbst. Plus die ganzen Dichtungen, alles, was da noch dran kommt. Aber man sieht ja, wie gerade eben schon, da wären die Auspuffanlage, also das habe ich euch ja schon mal gezeigt, das ist ja... Sieht aus wie neu. Sieht aus wie neu, ist sehr eng. Wir sind auch hinten aber Brabus Endschalldämpfer. Ansonsten, was ist dein Eindruck jetzt mal so? Also Fahrwerk haben wir die eine Stelle gesehen, sieht hier genauso schlimm aus, oder? Nein, hier ist eigentlich okay. Jo, das sieht eigentlich okay aus, stimmt. Das sieht okay aus. Gut, da habe ich schon mal Glück gehabt, würde ich sagen. Hinten sieht alles gut aus. Hier sieht eigentlich alles ganz normal aus. Ist jetzt nichts Spektakuläres. Ist nicht mal wirklich alles, eigentlich nichts wirklich was verrostet. Auch das Differential sieht noch gut aus. Hier seht ihr ja die Brabus-Anlage, die ja bekanntlich leise ist. Aber ansonsten... Auch die Gummis, Differential ist trocken, Hardyscheiben sind noch schön.
Oh, stimmt, die sind echt noch gut. Ja. Da sieht man mal deine ersten Befürchtungen, die... Also eher Glück im Unglück, quasi gesehen. Genau so ist es, Glück im Unglück. Mhm. Ich denke mal, es wird ja trotzdem nicht günstig, weil die ABC-Dämpfer sind ja auch nicht gerade günstig. Wir gucken gleich mal genau nach, was das dann alles kostet. Und, ich meine, pro Seite ist 1500 Euro ein Dämpfer. Plus Arbeit dann. Ja, plus Arbeit. Aber ich würde mal sagen, wir haben, glaube ich, also ich muss echt sagen, wir sind positiv, bin ich jetzt schon überrascht. Ja, also ich auch, Gott sei Dank. Ja, oh, ich habe aber eine Sache, habe ich euch noch nicht gezeigt. Ich weiß nicht, was die Japaner mit dem Kabelbaum vom Radio gemacht haben, weil da haben die so irgendwelche Sicherungen eingebaut, alles zerschnitten und also das wird nochmal ein richtiger Spaß, das irgendwie gangbar zu machen. Das machen die wirklich gerne. Weil das Ding hat ja ein Bose Soundsystem und das würde man schon mal gerne mal wieder hören. Ich habe auch schon originales Command besorgt, aber mal gucken, was das kommt in einem anderen Video, wie ich versuche, das irgendwie wieder hinzukriegen. Aber mal schauen. Ja, aber ich glaube, da werden noch ein paar Videos kommen, bis das Auto mal wieder richtig gangbar auf die Straße kommt und aktiviert. Da muss auch viel aufbereiten noch und putzen. Und ja, reden. Vor allem ist echt dreckig hier angekommen und auch von innen, weil da wurde auch drin geraucht und wir gucken gleich mal nach, was alles kostet. Marius ist immer noch nervös, der muss sich erstmal beruhigen. Ja, ey, ich muss mich auch entschuldigen, ich habe in dem ersten Video so schnell geredet, ich war voll... Ja, ich habe ihn gefragt, ob er was genommen hat. Wir sehen uns gleich. 3 Wochen später. So, Freunde, dank des Corona-Videos gibt es leider das Ende nicht mit Raphael zusammen, aber ihr müsst gleich auf jeden Fall auf dem Kanal der Sternengarage vorbeischauen, weil da sind wir allgemein mal darüber gegangen, was man dann noch alles machen muss, um so ein Japan-Auto über den TÜV zu bringen und das dann anzumelden. Und Raphael teilt noch ein bisschen so seine Erfahrungen bezüglich Japan-Autos. Wie versprochen gibt es jetzt mal einen Kostenvoranschlag, damit ihr mal seht, was mich der ganze Spaß kosten wird. Leider nicht mit Raphael, der könnte euch das alles noch ein bisschen besser erklären, aber ihr wollt das Video sehen, also gibt es das jetzt für euch. Also, ich fange mal an, ihr habt es ja gerade eben schon gehört, die Federbeine vorne sind undicht. Dementsprechend gibt es dann 2 Federbeine im Tausch bei Mercedes. Das sind jetzt alles nur Preise ohne Mehrwertsteuer, die kommen erst später drauf. Da kostet 1.227,55 das Ganze mal 2. Dann noch 2 Liter von diesem ABC-Öl, das heißt Pentonsin, knapp 36 Euro. Dann noch für den Service der Ölfilter, das sind 18,80 Euro. Dann noch Mobil 1 0W40, natürlich beim V12 muss man durchs beste Öl fahren, ist ja klar. Und das kostet dann 9 Liter 198 Euro. Dann Querlenker vorne rechts. Natürlich alles, wie gesagt, Originalteile von Mercedes. Kostet 284,70 Euro. Plus natürlich noch Arbeit. Das sind nochmal 91,20 Euro. Dann noch die Arbeit, um die Federbeine auszubauen und das Pentonsin zu befüllen. Das sind dann nochmal 190 Euro. Dann, wie gesagt, nochmal der Service A. Das war gerade Ölwechsel und alles. Plus nochmal HU, AU und die Eintragung von den Felgen, Frontlippe und dem Heck, Lippe-Dingen, so wie man immer das nennt. Das sind 177 Euro und so kommen wir dann noch mit Mehrwertsteuer auf eine Summe von 3.952,35 Euro. Also knapp 4.000 Euro. Dementsprechend stecke ich in dem CL jetzt schon mit über 11.000 Euro drin. Ich bin mal gespannt, wo das noch hinführen wird. Eine Sache, die ihr auf jeden Fall aber mal bedenken müsst, 4.000 Euro hört sich erstmal viel Geld an, aber wir haben hier keinerlei von den CLV12 typischen Krankheiten. Ihr habt ja gerade eben schon gehört, Wärmetauscher knapp 7.000 Euro, natürlich die Zündmodule noch und die ganzen anderen Sachen, die auch in einem normalen Service anstehen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt die Zündkerzen tauschen müsste. Alles wirklich nicht günstig. Dementsprechend habt ihr auch mal einen Überblick, wenn ihr euch auch ein CL holen wollt. Wenn dann mal ein Federbein kaputt geht, dann wird es richtig teuer. Wie vorhin schon erwähnt, es gibt hier unkonventionelle Methoden, um die überholen zu lassen und so weiter. Aber es gibt auch Teile an den Dämpfern, die kann man nicht neu kaufen. Wie zum Beispiel die Domlager oder Staubmanschetten. Dann muss man einen neuen kaufen, wenn man es richtig machen will. Die ganzen Sachen reichen noch nicht, um das Auto über den TÜV zu bringen. Da fehlt nämlich noch eine Sache. Ich blende euch hier nochmal den ganzen Teil vom Angebot ein. Da habt ihr nochmal einen groben Überblick darüber. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall noch anmerken muss, um das Auto über den TÜV zu bringen. Ihr habt ja gesehen, die Reifen waren sehr porös. Damit bekommt das Auto auch keinen TÜV. Neue Michelin-Reifen vorne 271,25 Euro. Und das hört dann natürlich noch nicht auf. Wie gesagt, ich brauche ein neues Command. Das habe ich mir auch schon geholt. Nochmal 170 Euro habe ich mit Holzblende und Klimaautomatik bekommen. War wirklich ein echt guter Preis. Die Klimaautomatik kann ich auch nochmal verkaufen dann. Also wenn ihr eine W220 Klimaautomatik braucht, ich habe eine rumliegen. Und natürlich dann die Holzblende und die im guten Zustand zu finden, weil die war ja zerschnitten, damit das originale Command wieder schön reinpasst. Die hat 280 Euro gekostet. Also das ist auch nicht gerade günstig. So kann man sich denken, plus die anderen Sachen, die anstehen, wie zum Beispiel das defekte Bedienteil plus hinten der Fensterheber, der auch noch defekt ist, da kommt man bestimmt nochmal auf 1.000er plus nochmal die Lackierarbeiten für hinten an der Stoßstange und vorne an der Lippe. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wo mich das alles noch hinführen wird mit diesem Fahrzeug. Wird auf jeden Fall nicht günstig, vor allem wenn dann noch irgendwas V12 typisches kommen wird. Ich werde euch natürlich auf die Reise mitnehmen und ganz am Ende werde ich euch mal eine detaillierte Kostenaufstellung machen und dann gehen wir wirklich mal Schritt für Schritt noch über alles drüber und was mich das Auto
gekostet hat. Da muss ich sagen, echt, dieses Auto hier war dagegen echt bisher sehr günstig. Am Ende muss ich es auf den verkaufen und mit anderen wird es unterhalten. Aber mal gucken, wo uns die Reise noch hinführt. Ich würde sagen, ihr schaut es auf jeden Fall mal bei der Sterngarage vorbei und schaut euch da das Japan CLS 100 Video an. Wie ihr im Thumbnail da sehen könnt, der Raphael, der hat mich schon fast erwürgt, als er das Auto gesehen hat. Checkt auf jeden Fall auch nochmal Instagram in der Beschreibung aus, damit ihr immer up to date bleibt und da könnt ihr mir aktuell wieder eure Autos für ein kommendes Wir bewerten eure Dreckskarren-Video schicken. Dann würde ich nur noch sagen, abonnieren, Glocke aktivieren und bei der Steingarage vorbeischauen nicht vergessen. Und ciao!